Die sozialliberale Koalition. Willy Brandt verspricht, mehr Demokratie wagen, nach außen wie nach innen. Aufbruchstimmung auch unter Gewerkschaftern. Die Öffnung der Hochschulen für Arbeiterkinder wird Programm. Chancengleichheit, mehr Mitbestimmung, höhere Löhne, mehr Freizeit. Alles scheint möglich, weiß Detlef Hensche, IG Druck und Papier. Seit 1969 waren wir vielfach der Meinung, jetzt sind ja im politischen Raum unsere Interessen ausreichend in Bonn vertreten, was denn sich später als herbe Enttäuschung herausgestellt hat. Die Euphorie des Aufbruchs währt nur kurz. Die Arbeitslosigkeit steigt und das Wirtschaftswachstum stockt. Arbeitsplatzintensive Branchen wie die Stahlindustrie schrumpfen unaufhörlich. Automatisierung und Rationalisierung in der Großindustrie werden vorangetrieben. Gewerkschafter auf der Straße. Sie kämpfen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Und DGB-Chef Vetter rüffelt 1975 Kanzler Schmidt. Ich kann Ihnen nicht ersparen, Herr Bundeskanzler. Ich möchte ganz entschieden davor warnen, dass die persönlichen und die politischen Begleiterscheinungen der Arbeitslosigkeit heruntergespielt werden. 35-Stunden-Woche, ja, Aussperrungen. Die Gewerkschaften leiten eine neue Phase der Tarifpolitik ein. Der Kampf um die 35-Stunden-Woche beginnt. Die Arbeit muss gerechter verteilt werden, fordert der DGB. Weniger Arbeit für alle statt Überstunden und Arbeitsverdichtung für wenige. Ein langer Kampf beginnt, mit Demonstrationen, Streiks und harten Verhandlungsrunden. Die Arbeitgeber fordern die völlige Flexibilisierung der Arbeit, weg mit allen erreichten Standards. Für viele Gewerkschafter eine offene Provokation. Der Samstag muss frei bleiben. Unsere Väter und Großväter haben dafür gekämpft. Und wir werden dafür kämpfen, dass er uns erhalten bleibt. In dieser Auseinandersetzung verliert die Bundesrepublik den Nimbus der streikfreien Zone. Schrittweise werden Teilerfolge erreicht. Die Regelwochenarbeitszeit sinkt. Von 40 auf 38,5, über 37,5 auf 36 Stunden. Doch die Flexibilisierung der Arbeitszeit lässt sich nicht aufhalten. Auch die Wünsche der Beschäftigten nach individuellen Arbeitszeiten müssen berücksichtigt werden. Die großartigste Idee des Jahres. War dies ganz sicher nicht. Die Gemeinwirtschaft erleidet endgültig Schiffbruch. Koop, Luftballon, Wettbewerb. Koop und Neue Heimat bankrott. Die Spitzenmanager im Knast oder vor Untersuchungsausschüssen des Bundestags und des Bundesverfassungsgerichts. Ein Riesenskandal. Gewerkschaftsgegner fühlen sich bestätigt. Millionen an Mitgliedsbeiträgen sind verschleudert. Aber was am schwersten wiegt, ein alternatives Sozialmodell ist diskreditiert. Der Genossenschaftsgedanke ist nach dieser bitteren Niederlage für die Arbeiterbewegung im Prinzip verloren. In den 80er und 90er Jahren steigern sich die Angriffe auf den Sozialstaat. Die Probleme des Standorts Deutschland werden beschworen und die Notwendigkeit grenzenloser Flexibilisierung und Deregulierung. Die Kapitallogik vom Shareholder Value bestimmt die Wirtschaftspolitik. Die Massenarbeitslosigkeit verfestigt sich und wird zum Druckmittel gegen die Beschäftigten. Die Regierung Kohl erschwert gewerkschaftliche Gegenwehr. Das Streikrecht wird ausgehöhlt. Gleichzeitig sinken die staatlichen Bildungsausgaben auf einen Tiefstand. Qualifizierung für die hochtechnisierte Berufswelt wird zum individuellen Problem erklärt, als Eigenverantwortung deklariert. Arbeit und soziale Gerechtigkeit sind für den DGB zentrale Werte. Deshalb ist man bereit, im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit ungewöhnliche Wege zu gehen, neue Konzepte zu entwickeln. Das Bündnis für Arbeit entsteht. Doch die Kohl-Regierung und die Arbeitgeber lassen das Bündnis platzen. Die ausgestreckte Hand des DGB wird ausgeschlagen. Die Gewerkschaften demonstrieren Stärke. Unter dem Motto Auf nach Bonn mobilisieren sie am 15. Juni 1996 zur Kundgebung gegen Sozialabbau für den Politikwechsel in Bonn. Und Hunderttausende kommen. Die größte Demonstration in der Geschichte des DGB. Es soll so laut sein, dass den Bonnern die Ohren dröhnen und einige endlich in dieser Republik aufwachen. Deine Stimme für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wieder wird dem DGB vorgeworfen, einseitig Parteipolitik zu betreiben. Der Vorsitzende kontert. Aber so gewiss wie der Ball rund ist, so sicher ist der DGB politisch nicht neutral. Und damit
muss die Politik nun einmal leben.